Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Geisterjäger Delaware St. John. Ja, wir sind hier beim zweiten Kapitel stehen geblieben, beim Kapitel 2 Tod und Verderben. Und heute habe ich jemanden mitgebracht und zwar den. Ingenimal. Genau. Moin. Und er begleitet mich heute mal durch das Kapitel 2. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt an, oder? Jo, mach mal das. Alles klar. Tod und Verderben. Jo. Hört sich schon mal vielversprechend an. Das auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, der Augenblick ist da, auf den Sie schon lange gewartet haben. Der weltberühmte Rupert Cosmond mit seinem todesverachtenden Trick des menschlichen Narkissens. Ich bitte um absolute Ruhe. Eine falsche Bewegung und es ist aus für Rupert. Okay. Ach, wir können schon. Okay, untersuchen wir es mal. Was ist denn mit dem Magier los? Oh Gott, das Schwert! Warum tut denn keiner was? Gottes Willen! Wie schrecklich! Okay. Wer hat mir das angetan? Ja, ich glaube, der ist tot irgendwie. Diesel reden konnte aber noch. Ja, er ist ja Geist. Wir sind ja in dem Sinne Geisterjäger und die geben uns in dem Sinne Visionen immer. Und wir müssen halt dahinter kommen, was jetzt genau gewesen ist. Also er hat ja gesagt, wer hat mir das angetan? Und das finden wir jetzt in dem Sinne raus. Gucken wir uns das Plakat mal an. Eine alte Werbung für eine Zaubervorstellung. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich mir die so ansehe. Oh ja, John, nicht nur du. Okay, wie kommen wir denn hier weg? Ach so, da. Wo sollen wir jetzt am besten suchen? Ne, das ist eine gute Frage. Hier ist nichts Bestimmtes. Ne. Die Musik ist auch jetzt irgendwie cool, also noch nicht mal irgendwie großartig gruselig. Ich höre sie leider hier nicht. So ach so, gut. Okay. Ja, ich höre sie ganz, ganz leise, okay. Aber. Die Bar sieht mal. Also, es sieht schon. Das ist ein schönes Ambiente, muss ich sagen. Ja, die Graffitis und so, stimmt schon. Ach, sind modern auch. Ja. Das ist hier relativ ein bisschen komisch gerade. Können wir überhaupt rein? Die Tür ist abgeschlossen. Nein, abgeschlossen. Also ihr kennt das ja schon, Leute, aus dem ersten Teil, beziehungsweise aus dem ersten Kapitel. Die ganzen Türen sind irgendwie alle immer abgeschlossen. Ja, komisch, komisch. Was gibt's hier? Ist auch verbarrikadiert. Dann müssen wir mal rausgehen, würde ich sagen. Enter. Und hat man in dem Fall nicht viele Optionen, hier sich rumzusehen, sozusagen. Nee, also die Klicken-Pointen gab es ja schon als vorgegeben, wie du auch gerade schon siehst hier alles. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, wieder abgeschlossen. Checken wir mal, was noch. Abgeschlossen. Nichts Neues. Alles abgeschlossen. Ja. Da ist ein was für eine Überraschung. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, definitiv. Eine tolle Überraschung. Ja. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, wundert uns nicht. Haben wir hier auch nichts? Ja, ihr kennt es alles schon aus dem ersten Kapitel, die ganzen Räume. Naja. Hier ist auch nichts Besonderes soweit. Das ist ein richtiges Oldschool. Ja, definitiv. Also das ist schon. Hat schon was auf dem Buckel, wenn man es so sagen möchte. Mhm. Gibt es auch hier Hints, also so kleine Hinweise oder sowas? Oder erst mit per Maus? Ja, die Frau. Warte mal, wir fahren ja von mal. Ich fange doch gerade erst an. Kein Grund also, Kelly anzurufen. Ich sollte mir die Bühne genauer ansehen. Okay, die Bühne. Die also. Bühne. Der Ort des Verbrechens. Ja. Da sollte man meistens immer anfangen, ne? Ja, theoretisch, ne? Aber ich weiß ja nicht, wie der Geisterjäger das sieht, also. Dann gehen wir doch mal die Bühne inspizieren. Ja, hier ist ja nichts Besonderes. Siehst du, ich kann nichts anklicken oder so. Und auf die Bühne selbst kann man hier auch nicht? Nee, so? Nur hier. Das ist das Einzige. Siehst du denn das Plakat? Eine alte Werbung für eine Zaubervorstellung. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich mir die so ansehe. Ja, wir auch, aber trotzdem können wir hier nichts Großartiges machen. Hier siehst du, wir kommen hier nirgendwo hin besonders.
Ja, Tatsache. Ich fange doch gerade erst an. Kein Grund, also Kelly anzurufen. Hm. Ich sollte mir die Bühne genauer ansehen. Ja. Dino, hast du irgendwelche Ideen? Ich bin jetzt auch gerade am Überlegen, wenn man da selbst auf die Bühne nicht so richtig kommt, was ist denn das für ein rotes Dingens da auf der Bühne selbst? Ich habe das Bild erhalten. Die Scanner haben nichts darauf entdecken können. Du solltest die Batterien deines VEC schonen und nur Fotos machen, wenn du paranormale Aktivitäten vermutest. Ja, okay, aber ich habe keine Ahnung. Wir sehen höchstens nur eine Bierflasche und sonst ist hier überhaupt nichts. Da hinten können wir auch nicht lang. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja. Gibt es sonst noch irgendwie so einen Nebeneingang oder sowas für die Bühne? Nee, auf keinen Fall. Das ist nur diese eine da gewesen hier. Und wenn du das Plakat fotografierst oder so? Glaubst du, könnte Bestimmt, etwas wir mehr versuchen, oder? Mal gucken. Hey Kelly, sieh dir das mal an. Ein altes Poster von Ruperts Zaubervorstellung. Denkst du, dass das die ganzen Jahre über hier war? Hey Dell, ich dachte, du hättest eines von Ruperts alten Postern gefunden. Auf dem Foto hier sehe ich nur alte Zeitungsartikel auf einer Pinnwand. Gute Hilfe, muss man sagen. Das klappt so nicht. Tödlicher Unfall im Morrisville Manor. Letzte Nacht wurde die örtliche Polizei nach Morrisville Manor und dem mysteriösen Todesfall des bekannten Magiers Rupert Cosmond, 35, zu untersuchen. Nach Zeugenaussagen ging einer seiner spektakulären Tricks auf sehr fatale Weise fehl. Als Fair Harris, Cosmonds Assistentin, berichteten zufolge die Box öffnete, in der der Magier steckte, war Cosmond bereits tot, von mehreren Schwertern durchbohrt. Als Blut aus der Box tropfte, hielten wir das zunächst für den Teil des Tricks. Als die Box dann geöffnet wurde, fingen alle ruppelig an zu schreien. Es war das reinste Chaos, berichtete eine Zeugin. Nach der Befragung von Mrs. Harris und anderer Zeugen entschied Captain Aaron Jefferson vom Morrisville PD, dass es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tötung gäbe und diese lediglich das Ergebnis eines Unfalls sei. Dies ist bereits der zweite Todesfall in Manor innerhalb einer Woche. Achso, Morrisville Manor innerhalb einer Woche. Am Anfang dieser Woche wurden das Zimmermädchen Roxanne Black tot im Treppenhaus des Hotels gefunden. Untersuchungsberichten zufolge stürzte sie die Treppe hinab und brach sich das Genick. Auch hier wurde der Tod durch Unfall entschieden. Weitere Kommentare lehnte Jefferson ab. Ein uralter Zeitungsartikel? Das wäre doch was für Kelly. Okay, machen wir wieder ein Foto, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Wenn sich Kelly so darüber freuen wird. Ja, ich habe den Zeitungsartikel erhalten. Ich werde ihn kurz überfliegen. Was auffällig ist? In etwa nach Aussage von Faye Harris verlief die Show so weit wie geplant. Er hat zu keiner Zeit das vereinbarte Sicherheitswort zum Abbruch gesagt. Ich habe im Internet nach Faye Harris gesucht und einen anderen Artikel gefunden. Offensichtlich war sie von dem Vorfall so schockiert, dass sie sich am folgenden Abend das Leben nahm. Im Haus? Genau. Rupert und sie hatten das Zimmer 204. Wie hat sie sich umgebracht? Mit Gift? Das stimmt. Woher wusstest du das? Geraten? Ich weiß, dumme Frage. Ich werde mir das Zimmer 204 vornehmen. Gibt's sonst noch was? Ich werde den Artikel mal gegenchecken mit dem Unfalltod des Zimmermädchens Roxanne Black. Das ist mir alles viel zu auffällig. Yep, sehe ich auch so. Ich suche hier weiter. Nimm du mal Zimmer 204 unter die Lupe. Ich melde mich, wenn ich was finde. Ich bin dann immer noch hier. Okay. Also, wie es mehrfach erwähnt wurde, ich denke mal, wir sollten sich mal 203 nachsehen gehen. Oh ja, definitiv. Mal gucken. Aber die Kelly und dieser Delaware, ja, die arbeiten sehr gut zusammen, ne? Auf jeden Fall. Sehr flinkes Team. So wie wir beide, würde ich mal sagen, oder? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So, 204 war das, ne? Ja. Aber hier sind wir irgendwie falsch. Müssen wir da mal gucken. Ich glaube noch ein Stockwerk hoch, oder? Ja, stimmt. Aber wie soll man hochkommen? Wie ist so eine Fahrstuhl und eine Exit-Tür? Der funktioniert nicht. Vielleicht kann Kelly mir weiterhelfen. Nö, wir gucken erstmal alleine. Ja.
Kelly googelt kurz nach, wie dieser Aufzug funktioniert. Der Begriff Maulwurf hat bei der Detektivarbeit was anderes zu bedeuten. Da komme ich nicht durch. Okay, jetzt haben wir doch gewonnen. Hast du denn gewonnen? Hey, Kelly? Ja? Eine Idee, wie ich den Aufzug im ersten Stock in Gang bringen kann? Genug Saft ist da, aber er funktioniert nicht. Den Blaupausen nach gibt es eine Art Schloss. Gut zu wissen. Ein manuelles Schloss. Du wirst in den Keller gehen müssen, um die Bremsen von Hand zu lösen. Okay, wieder in den Keller. Du schaffst das. Bist doch ein großer, starker Kerl, oder? Die Stimme, die hat irgendwie was von an sich so von ihr, finde ich. Ja, die Stimme, die ist also sehr angenehm. Ja. Mal höflich ausgedrückt. Sehr sexy, würde ich mal sagen. Ja, keine doch Angst. Schon, ja. Ich bin hier, um dir zu helfen. Kannst du mir deinen Namen sagen? Katie, wie ist dein Name? Mein Name ist Delaware. Das ist aber ein lustiger Name. Findest du? Katie, kannst du mir sagen... Ich muss gehen. Oh, Katie musste gehen, hat sie gesagt. Ja. Ich hab ein bisschen Respekt vor kleinen Kindern. Sieht so aus, als wäre sie schon sehr lange hier unten. Ja, vor allem, wenn es Geisterkinder sind. Ja, das erinnert mich immer an ein gewisses Spiel. Oh ja, welches? Fear. Okay. Die kleine Alma. Ah. Eine Schatulle. Abgeschlossen. Hm. Irgendwo im Gebäude muss doch der Schlüssel sein. Ziemlich komisch hier. Also haben wir doch schon einige Rätsel offen sozusagen. Diesen Schlüssel da finden für die Schatulle, ja. Plus noch... Was gibt's hier überhaupt? Da habe ich die Sicherung angestellt, da ist irgendwas. Okay, es tropft hier nur. Hier ist soweit nichts mehr. Bin wieder raus. Was haben wir hier? Kisten. Sehr aufgeräumt scheint das hier nicht zu sein. Nee. Aber irgendwie komisch hier schon. So viele Kisten. Irgendwas Besonderes hier? Waschmaschinen. Ja, aber sonst ist soweit nichts. Scheint nicht der Fall zu sein. Wir müssten noch irgendwie zum Fahrstuhl kommen, oder irre ich mich da? Ja, jetzt in diesem... Müssen den ja irgendwie öffnen und so. Ja, deswegen ja. Oh, da ist irgendwas. Ah. Oho. Irgendwo versteckt. Ben wird den dreistelligen Code für den Fahrstuhl niemals knacken können. Der Bengel soll gefälligst die Finger vom Lift lassen, wenn ich ihn für die Nacht verriegelt habe. Deshalb ein Code im Code. Ben glaubt, ich hasse ihn. 24312. Ich hasse Ben, ich hasse ihn. Frank, Handwerker. Okay, ich glaube, das ist ein Rätsel. 3, 1, 2. Was ist die zweite Zahl, eine 4? Die erste Zahl ist eine 1, eine 3. 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Okay, was soll ich jetzt daraus machen? Hast du das aufgeschrieben? Kannst du es merken? Warte mal ganz kurz. Ich schreibe es mir mal fix auf. Ja. Also 2, 4, 3, 1, 2, ja? Moment, ich probiere mal was aus. 3. 1, 2, so nicht. Nee, ist falsch. 4, 3, 1. Nee. Versuch mal mit 4, 3, 1. 4, 1 glaube ich auch nicht. 4, 3, 1, so nicht. Nee, siehst du? Sag ich doch. Ben glaubt, ich hasse ihn. 2, 4, 3, 1, 2. Ich hasse Ben, ich hasse ihn. 1, 1, 3, 4. Warte mal. 3, 1, 2. 3, 1, 2, so nicht. Versuch mal mit 3, 1, 4. Okay. 3, 1, 4, so nicht. Nein. Muss es der Reihenfolge richtig sein? Ja, Ben wird den dreistelligen Code
Für den Fahrstuhl ins Krankengymnasium. Das sind drei Zahlen. Dann 1, 3, 4 vielleicht. 1, 3, 4? 1, 3, 4. So nicht. Kapierst du überhaupt, was er sagen will hier? Das heißt, 2 ist hier, ne? Ben, 2. Ich, 3. Ja. Machen wir mal 3. 1, 2. 3. Hatten wir es nicht schon gehabt? 1, 2. So nicht. Ja, das haben wir ja schon versucht. Ja, komische Sache. Tja, Leute, ob wir den Code knacken, beziehungsweise ob wir den hier rauskriegen, dies und noch viel mehr, werden wir in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Geistjäger Delaware St. John. Bis dahin wünschen wir euch natürlich wieder viel Spaß. Ciao. Tschüss.